Unter dem Titel Bargeld und digitaler Euro – Wohin geht die Reise? Lud das Freiheitliche Bildungsinstitut vor kurzem zur Podiumsdiskussion nach Judenburg. Das Interesse der Bürger am Thema Bargeld ist enorm, wie auch diese Veranstaltung zeigte. Welche Inhalte dabei besprochen wurden und wohin die Reise wirklich führen kann, wir waren bei der Diskussion mit dabei. Bargeld und digitaler Euro. Wohin geht die Reise? Zu diesem Thema lud das Freiheitliche Bildungsinstitut interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Eröffnet wurde der Diskussionsabend von Nationalratsabgeordneten Wolfgang Zanger und Landesparteiobmann Mario Kunasek. Ich glaube, es ist nicht nur eine große, sondern auch eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung. Wir alle wissen, dass Bargeld für uns gedruckte Freiheit bedeutet. Was die EU jetzt vorhat und wahrscheinlich auch in Österreich schon in den Gedanken mitschwimmt, ist allerdings der gläserne Bürger. Man will das Bargeld sukzessive offensichtlich zurückfahren, um eben den Bürger gläsern zu machen. Das ist uns ein Dorn im Auge und ich komme ja beruflich aus einer Schiene, die viel mit Geld zu tun hatte. Das ist die Bankenwelt. Ich war fast 20 Jahre in einer Bank tätig und habe natürlich einen großen Bezug zum Bargeld unter anderem. Und aufgrund dessen, dass sich die Diskussionen darum ranken, dieses abschaffen zu wollen, die Einführung eines digitalen Euro etc., wollen wir die Probleme, die sich dadurch ergeben, heute aufzeigen. Und ich bin dem Freiheitlichen Bildungsinstitut sehr dankbar, dass wir diese Veranstaltung hier bei uns im Bezirk Murtal abführen können. Inwieweit ist der Konsument eigentlich überhaupt bereit, da mitzugehen? Es scheint ja so zu sein, dass die Mehrheit ohne dies lieber das Bargeld beibehält. Ich bin auch der Meinung, dass die Mehrheit für das Bargeld ist. Wir brauchen jetzt nur mehr die starke Stimme der Bevölkerung. Es hat ja ein Volksbegehren gegeben, der Initiator wird heute hier mitdiskutieren. Und ich bin überzeugt, wenn wir diese kräftige Stimme aus dem Volk erheben, dann werden wir auch die Möglichkeit haben, unser Bargeld in die Verfassung zu schreiben, so wie es das Ziel der Freiheitlichen Partei im Parlament ist. Und aus der Diskussion nehme ich mit, dass das Bargeld natürlich für alle Österreicher, für alle Steirer, für alle europäischen Bürger auch essentiell wichtig ist, weil es Wahlfreiheit bedeutet und in Wahlfreiheit im Wort steckt auch Freiheit. Und deshalb glaube ich auch, dass es notwendig ist, diese Diskussion zu führen und man kann nur die anderen Parteien auch auffordern, diese Diskussion ernst zu nehmen, auch die über 500.000 Unterschriften ernst zu nehmen, die sich ja genau für den Erhalt des Bargeldes einsetzen. Und ich glaube, Österreich wäre gut beraten, hier vorsichtig zu agieren und letztlich auch auf den Kurs der Freiheitlichen Partei einzuschwenken und das Bargeld in der Verfassung auch niederzuschreiben. Informieren und diskutieren. Das Thema Bargeld und digitaler Euro geht uns alle an. Ja, ich glaube, es haben alle bemerkt in den letzten Jahren, dass der Einsatz von Bargeld teilweise schon schwierig geworden ist in manchen Lokalen, auch in manchen Betrieben in Österreich. Und man merkt diesen schleichenden Prozess, dass Bargeld also immer weniger angenommen wird. Und wir haben uns zur Aufgabe gestellt, schon seit vielen, vielen Jahren, dass das einfach für alle Menschen in Österreich so sein muss, dass wenn sie Bargeld haben, in jedem Betrieb in Österreich auch Bargeld mit ihrem Bargeld bezahlen dürfen. Warum geht das eigentlich nicht von selbst oder warum muss die Bevölkerung aufgeklärt werden, dass es so wichtig ist, das Bargeld beizubehalten? Ja, ich glaube, die Vorteile von Bargeld sind, glaube ich, jedem klar. Also das ist vor allem auch, dass ich über mein eigenes Geld selber verfügen kann. Das funktioniert auch bei Stromausfall, sonst was. Und vor allem, ich kann anonym die Ausgaben tätigen, wie ich will und ich bin kein gläserner Konsument, kein gläserner Bürger und leider Gottes international, aber halt in Europa vor allem und in Österreich ist es so, dass natürlich große Konzerne ein Interesse haben, digitales Geld einzusetzen, weil das ein Milliardengeschäft ist. Ich darf noch daran erinnern, zum Beispiel Visa-Card oder Mastercard, die haben einen Börsenwert von 500 Milliarden Euro und was hier viele vergessen, immer wenn ich digital bezahle, kostet es im Hintergrund Geld und das zahlen sie beim Produktpreis in letzter Konsequenz dann mit. Die Vorbereitungsphase für den digitalen Euro hat nach einem aktuellen Beschluss der Europäischen Zentralbank am 1. November begonnen und ist zunächst auf 2 Jahre ausgelegt. Danach will der EZB-Rat entscheiden, ob der Weg für eine Einführung eines digitalen Euro wirklich geebnet wird. Es gibt 2 Verordnungen jetzt aus der EU, die eine zum Thema Bargeld und die andere zum digitalen Euro. Die 2 Verordnungen widersprechen einander leider und das ist jetzt große Unsicherheit. Und es ist ganz wichtig, dass das Bargeld beibehalten wird, weil Bargeld ist gelebte Freiheit. Wie wichtig ist es für die
Bevölkerung, für den kleinen Mann das Bargeld beizubehalten? Es ist für jeden Mann, egal ob klein oder groß, ob jung oder alt, ist es wichtig, Bargeld zu haben, mit Bargeld bezahlen zu können. Denken Sie nur an die kleinen Kinder, die lernen mit Bargeld umzugehen, mit dem Geld. Die wissen, was wert ist. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig für die Gesellschaft, dass man auch diese Wahlfreiheit hat und daher Bargeld erhält, um eben auch die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten wählen zu können. Und daher Bargeld gehört für mich ganz oben auf zum Wichtigsten. Auch Josef Binder, Initiator des Volksbegehrens für uneingeschränkte Bargeldzahlung, nahm auf dem Podium Platz. Ich bin parteifrei, habe den Kontakt zu allen Parteien gesucht und mir wurde überall gratuliert zum Erfolg des Volksbegehrens und wie wichtig das Bargeld ist. Aber letztendlich sind es halt nur immer wo schöne Worte gewesen. Wenn es darum ging, tatsächlich das Volksbegehren, der Sinn war eben, das Bargeld und die Annahmepflicht dafür in die Verfassung zu bringen, dann ist niemand mitgegangen bei der Abstimmung, einzig eigentlich nur die FPÖ. Welche Aktivitäten haben Sie vor, noch zu setzen, beziehungsweise wie sehen Sie zukünftig die Entwicklung? Meine Mittel sind sehr beschränkt. Ich habe damals ein bisschen Geld ausgeben für Werbung, für Aufkleber und so, dass das den Leuten bekannt wird. Ich kann sehr viele persönliche Gespräche anbieten. Getragen wird momentan das Thema eigentlich nur durch Veranstaltungen, die auch der Herr Abgeordnete Wurm, das ist auch so ein Verfechter fürs Bargeld, der hält das Thema auch am Leben. Und so wird das jetzt noch weitergetragen und auch über das nächste Jahr hinaus. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Thema auch für die nächsten EU-Wahlen. Weil gerade aus der EU gibt es ja diese Bestrebungen mit dem digitalen Euro, der uns dann komplett nicht nur gläsern macht. Und wenn es das Bargeld nicht mehr gibt, dann sind sie an Konsumzwang unterworfen, Konsumverboten unterworfen, ein Mausklick und ihr Geld ist weg. Seitens der Freiheitlichen wurde im Rahmen der Diskussionsrunde klar dargestellt, dass die FPÖ weiterhin für den Erhalt des Bargeldes und die Verankerung dessen in der Verfassung eintreten werde. Denn Bargeld ist gedruckte Freiheit, Selbstbestimmung und Sicherheit.